Es freut mich sehr, dass die Stadt so zahlreich vertreten ist zur Übergabe von unserer Petition Tempo 30 Zone im Quartier Goldisloh. Vertreten ist das Quartier durch Verena Wernli, durch Maggie Kast und mich, Andreas Wernli. Und auch Toni Zweifel hat da tatkräftig mitgemacht. Vielen Dank auch, dass Sie, Frau Buri, Rudi Rüfenacht und Pascal Bassi Zeit haben heute Morgen zur Übergabe von dieser Petition. Bereits vor etwa 15 Jahren haben wir schon stark diskutiert im Quartier Goldisloh über Tempo 30. Aber ich glaube, da war es einfach noch nicht reif. Man hat dann so Tafeln aufgestellt, freiwillig Tempo 30. Die sind aber bis heute wieder verbleicht. Die Veranlassung jetzt, dass wir die Petition da überreichen, ist eigentlich die Auflage von dem Projekt Dödistrasse. Das Projekt Dödistrasse hat Werkleitungen zu machen, unter anderem, aber hat auch beinhaltet auch Verengungen und auch Küsse. Und das war ein bisschen mein Credo gewesen. Brauchen wir jetzt wirklich da an dieser Dödistrasse die Küsse und die Schwellen? Und aus dem heraus haben wir noch eine die Petition lanciert, wo jetzt 348 Anwohner im Quartier Goldisloh unterschrieben haben. Und zwar, dass wir eben ausgeweitet eine Tempo 30 Zone wünschen. Minimal Asylstrasse, Hans-Georg Nägeli Strasse, Dödistrasse. Man kann es aber gerne auch noch prüfen. Bis runter an Zürichstrasse, Weststrasse, Osterstrasse, Bahnhofstrasse. Dass wir also in dem ganzen Quartier könnte relativ einfach aus unserer Sicht Tempo 30 einführen. Unser Credo wäre, dass man pragmatisch vorgeht, dass man einfach an diesen Eingangstor die Verengungen und die Tafeln setzt und dann einmal abwartet, zuschaut, büßt, bevor man dann eben allenfalls noch muss zusätzliche Massnahmen treffen. Das wäre unser Wunsch und unser Wunsch auch an die Stadt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie es dann auch mit dem weiteren Zeitplan also fortgeht bei so einer Petition. Können Sie da weitere Auskünfte geben, Bassi? Ja, also zuerst mal merci vielmals. Für... Bravo, Andi! Gute Spitze. Ja, jetzt machen wir mal die Übergabe. Herzlichen Dank für Ihre Petition, die Sie einreichen. Das ist nämlich ein Teil gelebte Demokratie, relativ niederschwellig, ohne grosse Hürden können Sie an und für sich ein Anliegen einbringen. Wir werden das, um gerade beim Vorgehen bleiben, wir werden das im Stadtrat eingehend prüfen. Es hat auch natürlich auch gewisse gesetzliche Bedingungen, um so Tempo 30 Zonen, wir reden eben von Zonen und nicht Strassenzeugen, einzurichten. Das werden wir entsprechend prüfen, einen Bericht dazu abliefern und Ihnen dann natürlich auch wieder Antwort geben und entsprechend auch am Schluss vom Stadtrat herbeiführen. Vielleicht zum Vorgehen sonst noch. Auch wir machen das relativ pragmatisch bei Tempo 30 Zonen. Das war früher noch etwas schwieriger, aber jetzt haben wir an und für sich genau das Vorgehen, was Sie sagen. Wir tun nämlich zuerst mehr oder weniger Tafeln setzen, also signalisieren und allenfalls auf der Straße noch etwas markieren, dass Tempo 30 ab dann gilt. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wie sich die Leute daher halten. Auch Messungen machen. Nicht einmal büssen, aber zuerst einfach mal messen, wie sieht es überhaupt aus. Und allenfalls dann würde man noch weiter reagieren mit zusätzlichen Massnahmen. Das könnte dann je nach Strassenzug sehen, dass es ein bisschen unterschiedlich aus. Das können Verengungen sein. Das kann wirklich sein, dass man auch sonst noch baulich mehr muss eingreifen. Aber grundsätzlich fangen wir auch eigentlich einfach an, signalisieren, markieren und dann mal beobachten. Das Ziel muss ja sein, dass wenig gefahren wird. Vielleicht noch zum Tempo 30 bis zur Osterstrasse. Also die Osterstrasse wird auch wegen der Lärmsanierung demnächst
tatsächlich in Tempo 30 überführt. Also einfach so als ein Teil von dem her vielleicht in dem Sinne schon mal ein bisschen erfüllt. Und den Rest werden wir eben, wie gesagt, gerne prüfen und uns dann auch wieder vernehmen und Antwort geben. Herzlichen Dank nochmal. Danke Ihnen. Hallo, was uns natürlich besonders auch freut, ist, dass das Thema auch politisch aufgenommen worden ist und gerade auch heute Abend noch an der Gemeinderatsversammlung ein Postulat eingeht von Toni Zweifel. Da muss ich ganz klar sagen, die Petition ist eine halbe Kraft und das Postulat ist eine halbe Kraft, aber zusammen ist es ganz klar eine doppelte Kraft. Und jetzt wissen wir alle zusammen, dass das noch die Hürde beim Stadtrat muss haben. Und wie ihr angetönt habt, der Stadtpräsident wird sich einsetzen. Dann der Pascal Bassu, der das Ressort hat, wird sich auch einsetzen. Und dann, denke ich, kommt das wunderbar zusammen in diesem Triumphirat, dass wir dann eben Fürsche machen können. In diesem Sinne danke ich vielmals, dass ihr das übernommen habt.